Wir wollten Ihnen einfach mal das Hygienekonzept zeigen, was wir ab dem 30.05., wenn wir wieder öffnen dürfen, dementsprechend durchführen werden. Wir hatten eine herausfordernde Zeit jetzt in der Schließungsphase, haben das natürlich mit unseren Auszubildenden hauptsächlich genutzt, das Haus auch nochmal schön zum Glanz zu bringen. Und nachher werden wir Ihnen dann dementsprechend unser Konzept direkt vorstellen. Ja, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Der Stammsitz der Gesellschaft ist Frankfurt. Und seit 90 Jahren gibt es schon die Steigenberger Hotel AG. Die Deutsche Hospitality ist die Dachmarke für 5 Marken, weil die Steigenberger die Leadmarke ist und die am ältesten ist. Aber 30 Jahre haben wir auch schon Intercity Hotels. Ich fühle mich hier besonders wohl, weil, wo das Büro in Frankfurt ist, ist das mein Homeoffice. Ich lebe in München und sehr gerne. Deswegen, das meiste habe ich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die meisten Interviews oder Besprechungen, sogar Betriebsversammlungen, Hauptversammlungen, haben wir alle per Teams oder Zoom oder wie auch immer gemacht. Und ich bin gestern mal hergekommen, um zu sehen, was der Oliver Schäfer so gemacht hat. Es war so schön für mich, mal wieder eine Hotelhalle zu sehen. Normalerweise reise ich 180 oder 200 Tage im Jahr und lasse mich natürlich inspirieren von Lobbys und von Gästen vor allem. Es geht alles gar nicht mehr. Wann haben wir hier zugemacht? Wir haben am 18. März. 18. März, also wir haben jetzt seit 8 Wochen keine Gäste mehr gesehen. Das fehlt uns wahnsinnig als Hoteliers, was wir sind und das die immer schon gewesen, brauchen wir Gäste. Unsere Gäste brauchen uns und die nicht zu haben, ist gar nicht so leicht. Und wir würden auch mit Ihnen gerne mal das praktisch symbolisieren, was ein Gast ab dem 30. Mai erleben wird, wie er eincheckt, wie er auscheckt, wie er Lift fährt, was im Zimmer passiert, wie er frühstückt. Wir werden das Ganze so durchführen, dass wir hier vorne schon dem Gast darauf hinweisen, dass er einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen hat. Das ist auch die Vorgabe vom Land Bayern. Hat er keinen dabei, haben wir die Möglichkeit natürlich der Klingel. Dementsprechend klingelt er kurz, ein Mitarbeiter geht raus mit einer Maske und bringt dann die Maske zum Gast. Und dann fangen wir eigentlich hier mit dem Prozess schon an. Also wir haben natürlich überall im Haus Händedesinfektionsspender, dass der Weg schon, wenn man von draußen kommt, anfangen kann, dass man sich die Hände desinfiziert. Wir weisen dementsprechend darauf hin, auf die Abstandsregeln von 1,50 Meter. Und dementsprechend haben wir hier den Wartebereich auch schon vorgehalten. Das wäre dann dementsprechend hier für den Gast, auch hier mit Regelungen, Piktogramm, auch vielleicht Gäste, die der deutschen oder englischen Sprache später nicht ganz mächtig sind, dass man da einfach selbsterklärende Zeichen hat. Die Abstandsregeln einzuhalten, sich die Hände häufig zu waschen, diese 20 bis 30 Sekunden Regeln. Wir haben auch in den öffentlichen Toiletten dementsprechend alles ausgestattet mit Händedesinfektionsmitteln. Die Mitarbeiter sind dementsprechend auch trainiert, dass alles desinfiziert ist. Also wir haben eine Oberflächendesinfektion von der Schreibunterlage. Die Kugelschreiber waren dementsprechend alle desinfiziert. Das bedeutet, nach dem Anmeldeprozess, wenn Sie hier unterschrieben haben, legen Sie den Kugelschreiber hin. Sie können mit dem Handy dementsprechend kontaktlos direkt bezahlen. Da weisen wir auch die Gäste hin, dass wir uns freuen würden über den kontaktlosen Verkehr. Es geht aber natürlich auch dementsprechend, Bargeld würden wir, ist natürlich auch kein Problem. Aber auch hier wieder haben wir die Händedesinfektion dabei. Wir schauen auch, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch noch Gäste, die mit dem PIN-Code eingeben müssen, dass wir da einmal drüber gehen. Eine schöne Sache dementsprechend auch ist, dass wir eine Mediathek haben. Das bedeutet, alle Zeitschriften, also die Sie kennen, Magazine, können Sie dementsprechend online anschauen. Somit vermeiden wir natürlich auch die Übertragung auf Zeitungen oder Magazinen und haben da das große Programm einfach online. Das können Sie auf das Handy laden oder aufs iPad oder auch aufs Notebook. Und sind dann im Haus dementsprechend unabhängig. Um Ihnen das einfach mal zu veranschaulichen, wir haben dementsprechend das Wegeleitsystem genauso, dass man hier 1,5 Meter Abstand halten soll. Maximal 2 Personen oder eine Familie dürfen in den Aufzug. Wir haben dementsprechend auch hier Desinfektionsspender im Aufzug installiert, einfach auch um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. In den Zimmern gar nicht wirklich viel verändert. Wir haben einfach geschaut, dass die Oberflächen dementsprechend freigeräumt sind. Wir haben keine großartigen Aufsteller. Wir haben für den Gast, wenn er reinkommt, auch hier so eine Mundschutzaufbewahrung, weil das doch, haben wir herausgefunden, immer schwierig ist, wo packt man seinen Mundschutz hin, und haben die
Fernbedienung, die doch mit am meisten angefasst wird, wird desinfiziert, genauso auch wie das Telefon und wird dann dementsprechend auch hier eingepackt. Wir haben die Zimmer dementsprechend jetzt ohne Bademäntel ausgestattet, haben die Gläser eingepackt, aber all das, was jetzt in dem Zimmer zum Beispiel nicht drin ist, was vorher Standard war, kann der Gast sich jederzeit bestellen. Gehen Sie davon aus, dass mehr Leute jetzt im Zimmer sich ihr Essen bestellen künftig? Ich glaube tatsächlich, dass die Gäste nach der langen Zeit der Schließung der Restaurants froh sind, dass sie sich wieder mal in ein Restaurant setzen können. Wir haben einen tollen Bereich und auch wirklich viel Platz und dementsprechend haben wir da auch keine Problematik, dass wir da viele Personen auf einem Platz haben. Also gehe ich davon aus, dass die meisten tatsächlich doch wieder ins Restaurant gehen werden. Also die Hotels, die geöffnet waren, wir hatten ja 7 Hotels in Deutschland geöffnet, die durften ja die letzten Monate nur über diesen Zimmerservice versorgt werden. Das heißt, wir hatten teilweise 50 oder 100 Frühstücke oder auch Abendessen im Zimmerservice. So, ob das jetzt so beibehalten wird, einige Ängstliche werden das wahrscheinlich tun. Andere werden ins Restaurant gehen mit den gebührenden Abständen, besonders wenn man zu zweit essen will. Ja. Aber das Roomservice in den Hotels, in den Resort-Hotels, wo jetzt wahrscheinlich ja mehr Auslastung sein wird, nicht auch ein adäquates Instrument, um ja. für eine Entlastung zu sorgen? Absolut, ja. Hat natürlich erhöhten Personalaufwand, wo man jedes Essen hochbringen muss, aber wird genutzt, ja, immer mehr. Was wir natürlich auch, was wir immer achten, ist die Oberflächendesinfektion komplett, also die kompletten Oberflächen, die irgendwie angefasst werden können, werden dementsprechend natürlich desinfiziert. Es werden alle Handtücher ausgetauscht, dementsprechend kommt das Reinigungsmädchen rein oder Zimmerreinigung. Das Zimmer wird kontrolliert und dann betritt keiner mehr das Zimmer danach, um einfach auch da sicherzustellen, dass das Zimmer hygienisch rein bleibt. Gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt auch Familien und Bekannte als Gäste bekommen, die vielleicht Ihre Verwandtschaft besuchen wollen, aber bei denen jetzt nicht in der Wohnung bleiben, um die Belastung? Definitiv, ja. Und das ist ja im Moment ist ja immer noch das Kontaktverbot. Man darf sich ja mit der Familie treffen, aber nicht dort übernachten. Dementsprechend ist das natürlich auch ein Faktor, der da von den Gästen genutzt werden wird, bestimmt, ja. Machen Sie da spezielle Angebote, so Family? Wir haben generell Familien, wir haben mehrere Zimmer auch mit Verbindungstür, also von daher ist das eigentlich ein ganz guter Bereich, wo die Gäste mit Familien nutzen können. Wir haben auch Zimmer mit Ausziehcouch, also da sind wir gut drauf eingestellt. Ja. Mal aufgebaut, wie es dann aussehen könnte, in einer Fläche von fast 150 Quadratmetern. Ist doch sehr, sehr luftig gestellt, aber im Moment warten wir natürlich auch noch auf die Vorgaben vom Land Bayern, wie denn nachher auch, wie es dann nach dem Versammlungsverbot dementsprechend ab September weitergehen kann. Wie sieht das momentan aus mit den Konferenzen? Könnte man sie demnächst dann machen oder wird das erst tatsächlich erst September? Also im Moment heißt es noch 31.08. Versammlungsverbot. Dementsprechend warten wir da auf die Vorgaben. Es kann natürlich auch sein, dass eventuell in Bayern da noch eine neue Regelung nachkommt, aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche da mehr erfahren werden. Entsprechend im Prozess, wo Sie morgens reinkommen, Ihre Rechnung bekommen bzw. sie eintragen können. Und dann haben wir hier das Szenario so gestellt, dass wir Tische rausgenommen haben, um dann einfach auch die Abstandsregelung zu haben von 1,50 Meter. Aber Sie sehen, wir haben da genügend Platz, das Ganze auch noch zu erweitern. Also von daher sehen wir da kein Problem. Hier geht es genauso, dass die Oberflächen dementsprechend, nachdem die Gäste gegangen sind, auch desinfiziert werden und haben eigentlich in dem Sinn Unnötiges vom Tisch genommen und bieten dann ab dem 30.05. ein à la carte Frühstück an, was direkt an den Tisch serviert wird. Genauso in hoher Qualität mit Eierspeisen dazu, Kaffeespezialitäten, Säfte. Nur ein bisschen in abgewandelter Variation, dass mehr abgepackt ist, wie es früher war. Das heißt, Buffet in der Form wie früher wird es erstmal nicht geben? Erstmal nicht, erlaubt. Also auch Obst, also Orangen zum Beispiel, die verpackt ja an sich sind, die würden auch nicht frei rumliegen irgendwo? Also frei rumliegen würden wir da nichts lassen, sondern wir machen das tatsächlich auf Bestellung dann. Wenn der Gast was wünscht, wird das dann dementsprechend an den Tisch gebracht. Aber Handobst, wie man das sonst kennt, in der Schale, werden wir vorerst nicht anbieten. Wir sind aber dementsprechend auch schon gewappnet, sobald wir das Buffet wieder öffnen dürfen. Haben wir natürlich auch die Hygieneschütze da, Gäste kriegen Handschuhe, auch mit Abstandsregeln. Sobald wir da wieder starten können, haben wir natürlich da auch alles, haben wir da vorgesorgt.
Social Distance im Hotel. Wie setzt das Steigenberger Hotel das um? Ja, wir haben dementsprechend weisen wir unsere Gäste darauf hin, erstens mal beim Eintritt einen Mundschutz zu tragen. Wenn man keinen Mundschutz dabei hat, kann man vorne klingeln dementsprechend. Wir richten dann den Gast aus mit einem Mundschutz. Dann haben wir Abstandshalter auf den Boden aufgeklebt, dass man dementsprechend auch die Abstandsmarke von 1,50 Meter einhalten kann. Ja, und bieten verschiedenste Möglichkeiten an zur Händedesinfektion in allen Bereichen, öffentlicher Bereich wie auch in den Gästezimmern. Was hat sich wesentlich dadurch für das Hotel, für den laufenden Hotelbetrieb geändert? Ja, ich glaube, es hat sich eigentlich hauptsächlich geändert. Erstens mal, dass die Mitarbeiter und die Gäste einen Mundschutz tragen müssen. Das hatten wir natürlich vorher nicht. Wir haben vorher auch schon stark damit gearbeitet, dass Flächen desinfiziert wurden. Jetzt wird das Ganze natürlich noch häufiger gemacht. Man desinfiziert die Hände, die Oberflächen. Ja, ich glaube, so viel dazu. Natürlich die Abstände haben sich dazu verändert. Früher hat man vielleicht nicht den Abstand eingehalten von 1,50 Meter. Jetzt stellt man sich ein bisschen geordneter an wie früher. Ist es vielleicht so, dass durch den Sitzabstand, der ja jetzt erzwungen wird, auch weniger Gäste vielleicht erwarten kann? Ich denke, das müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie die Gäste auch darauf reagieren. Ich glaube, nach der langen Zeit des Social Distancing ist man, glaube ich, ganz froh, dass man auch wieder raus kann und auch in die Gastronomie wieder kann. Ich denke, das wird sich zeigen. Wir haben allerdings hier im Steigenberger Hotel München wirklich viel Platz und haben auch die Möglichkeit, da genügend Platz anzubieten. Wie wird es denn künftig bei Buffets sein? Gibt es noch ein Buffet oder wird wieder alles abgepackt wie damals? Ja, also im Moment ist es so, dass das Frühstücksbuffet in der Form, was wir vorher angeboten haben, so nicht dargestellt werden darf. Wir haben da eine à la carte Variante, das bedeutet, Sie werden dann direkt am Tisch serviert, Sie bekommen dann dementsprechend den Aufschnitt oder Eierspeisen serviert. Es wird mehr abgepackt sein, was natürlich nicht unbedingt dem Credo entspricht, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, aber ja, wir gehen da im Moment mit der Zeit und haben dann mehrere Sachen verpackt. Gibt es was speziell, wo Sie sagen, das wird eine spannende Geschichte? Ich denke, es ist einfach nur die Gewöhnung der Mitarbeiter, dass jeder mit einem Mundschutz umherläuft. Aber ich glaube, die letzten Wochen hat das schon gezeigt, seitdem die Maskenpflicht einfach auch in den öffentlichen Bereichen, in den Geschäften gilt, dass sich da jeder relativ schnell dran gewöhnt hat. Es wird vielleicht eher spannend werden mit dem einen oder anderen Gast, der sich nicht an diese Pflicht halten möchte. Aber in den Restaurants ist es ja generell so, am Tisch brauchen sie ja keine Maske tragen.